So, herzlich willkommen zu meiner Show, der Total Connector. Es geht um Total Bitcoin, totale Dezentralisierung, totale Freiheit. Es geht um das härteste und knappeste Geld, das jemals in der Menschheitsgeschichte kreiert wurde, Bitcoin. Meine speziellen Gäste sind wieder als Fortsetzung dessen Dr. Markus Grahl und Daniel Wingen. Herzlichen guten Morgen. Guten Morgen zusammen. So, den ersten Teil hatten wir schon quasi, den haben wir am, das war der Total Connector Nummer 17 am 18. Juli 2019. Also alle Zuseherinnen und Zuhörer, Zuhörerinnen empfehle ich, in diesen ersten Teil nochmal zurückzugehen und entweder auf YouTube bzw. auf meinem Podcast sich das anzuhören. Der Fokus der heutigen Show ist, haben wir vereinbart, ist sozusagen, wir wollen gemeinsam die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten oder die Essenz von Bitcoin bzw. Bitcoin und Gold diskutieren. Und ich möchte einfach damit anfangen, noch einmal als Rekapitulation, was ist nach Ihrer Meinung, was macht ein gutes Geld aus und was sind die Pro und Contra. Also einfach mal für den durchschnittlichen Zuhörer, für die durchschnittliche Zuhörerin, einfach nur die Essenz mal herauszuschälen. Worum geht es bei Bitcoin und worum geht es bei Gold? Ja, Danke. dann fange ich vielleicht mal an. Ich glaube, dass es ein paar wesentliche funktionale Elemente gibt, die Geld haben muss. Das ist ja im Prinzip der Grund, dass wir diese Debatte überhaupt haben, dass unser aktuelles Geld, unser aktuelles Fiat-Geld genau die nicht mehr zu erfüllen in der Lage zu sein scheint, nämlich vor allem die Wertaufbewahrungsfunktion. Also das Geld muss wertstabil sein. Das Zweite ist die Akzeptanz durch den, der bezahlt werden soll. Das Dritte ist die Teilbarkeit. Das heißt also, es muss so teilbar sein, dass es für unterschiedlichste Güter in verschiedenen Größenklassen und Zehnerpotenzen auch eingesetzt werden kann. Und das Vierte ist natürlich die Transaktionsfähigkeit. Also man muss es auch, es muss also handhabbar sein. Es muss, solange es was Materielles ist, muss es klein und transportabel sein. Wenn es was Immaterielles ist, muss es auch jederzeit verfügbar sein. Ja, also das sind, glaube ich, die wesentlichen Elemente. Aber vor allen Dingen eben auch der Werterhalt und die Akzeptanz durch diejenigen, die bezahlt werden sollen. Das hat ja was mit Werterhalt zu tun. Ja, Daniel. Ja, ich meine, stimme dem natürlich voll und ganz zu. Also hier haben wir wieder einen Konsens. Wir haben ja gesagt, wir wollen das vor allem heute nochmal wiederholen, wo wir oder aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, eine spannende Diskussion entsteht ja vor allem dann, wenn kein Konsens vorhanden ist, sondern man unterschiedliche Meinungen schön diskutieren kann. Von daher würde ich auf jeden Fall noch ergänzen wollen, dass Geld, also ich meine, wertstabile Aufbewahrungsfunktion und das oder eine Aufbewahrungsfunktion bedeutet, dass Geld wertstabil sein muss, ist natürlich auch bei Gold nicht unbedingt gegeben, je nachdem, was für Zeiträume man sich anschaut. Und wertstabil ist auch eine Frage der Perspektive. Aber das ist, glaube ich, einer der Aspekte, in die wir heute besonders tief einsteigen sollten. Bevor wir dahin gehen, vielleicht nochmal kurz eine Frage zurück zum Fiat-System und dem Scheitern des Fiat-Systems. Ich hab noch eine Frage an den Herrn Krall. Bitte. Und zwar, momentan ist es ja so, die Zentralbanken, die ja, zieren sich ja gar nicht mehr zu kommunizieren, dass sie bewusst eine Inflation, also eine Preissteigerung herbeiferen wollen. Es ist ja wirklich, eigentlich müsste jedem Bürger ja mittlerweile klar sein, dass Zentralbanken die Geldpolitik so in der Hand haben, mit dem Ziel 2, 3, 4% Inflation, also Preissteigerung, Kaufkraftverlust des Geldes zu erzielen, um halt die Wirtschaft anzukurbeln oder am Laufen zu halten mit dem Ziel. Jetzt stellt sich für mich die Frage, vor allem in den letzten Wochen, gab es ja sowohl in Deutschland als auch, also in Europa als auch in den USA die Diskussion, dass die Zentralbank ihr Ziel verfehlt, weil sie es nicht schafft,
dieses Inflationsziel zu erreichen und dafür mittlerweile ja auch kritisiert wird, vor allem von den Vertretern der Modern Monetary Theory. Und jetzt stellt sich für mich die Frage hier, warum wird das eigentlich nicht geschafft? Weil die Geldmengenschöpfung jedes Jahr ist ja enorm. Also die Mengen sind ja wahnsinnig, die ins System gepumpt werden. Ja. Und gleichzeitig ist ja auch eine Kapitalflucht vorhanden. Also jeder, der ein Vermögen hat, versucht dieses Vermögen woanders abzusichern als in Cash, als in Euros, als in US-Dollars, nämlich in Immobilien, in Aktien und so weiter. Und wir haben diese unglaublichen Blasenbildungen. Aber warum findet keine Inflation statt? Hat das eventuell was mit den Derivaten zu tun, dass das ganze neue geschöpfte Geld großteils in Derivate reinfließt? Also ich glaube nicht, dass die Derivate daran schuld sind. Ich glaube aber, dass der Streit zwischen den Zentralbanken und der Modern Monetary Theory eigentlich sowas ist wie der Streit von zwei Sekten, die auf dem gleichen Aberglauben basieren. Nämlich auf der Vorstellung, dass man gegen die Grundlagen der Geldtheorie und letzten Endes die Funktion des Geldes, die wir gerade vor 2 Minuten diskutiert haben, straflos verstoßen könnte, ohne dass das Folgen hat. Diesen Aberglauben teilen die beiden. Und in diesem Aberglauben liegt auch die Wurzel in ihrem Scheitern, und zwar in sehr vielerlei Hinsicht in ihrem Scheitern. Und zwar deswegen, weil sie kein klares Bild davon haben, wie das Geldsystem eigentlich funktioniert. Sie manipulieren es zwar, aber sie haben letzten Endes immer noch nicht verstanden, wie es funktioniert, was eigentlich bemerkenswert ist. Ich glaube, der Knackpunkt, warum es der Zentralbank nicht gelingt, die Inflation so anzuschieben, wie sie sich das wünscht, liegt darin, dass, wie der Kollege Meyer das immer so schön formuliert, sie den Faden nicht schieben können. Ja, sie können zwar die Zentralbankgeldmenge beliebig erhöhen, das können sie tun, sie können das mit allen möglichen Mitteln machen, sie können das mit Zinssenkungen machen, sie können das mit QE machen, sie können das mit Helikoptergeld machen, aber sie können nicht die Fiat-Geldmenge beliebig steuern. Jedenfalls nicht, solange sie kein Vollgeldsystem haben, bei dem die Banken innerhalb der EZB verstaatlicht sind. Wobei, nach allem, was man hört und liest, ist das ja quasi der nächste ideologische vorgezeichnete Schritt. Und es ist auch der Schritt, der sich bei Default einstellt, in dem Moment, wo das System kollabiert. Man hat über die Zentralbank-Geldmengensteuerung nämlich vergessen, dass die eine Rückkopplung in die Fiat-Geldschöpfung, also in die Giralgeldschöpfung hat. Nämlich indem sie die Erträge der Banken untergräbt und indem sie die Wirtschaft zombifiziert, führt sie dazu, dass die Struktur der Kreditnachfrage sich zu schlechteren Qualitäten hin verschiebt, während gleichzeitig die Banken durch die Erosion ihrer Erträge immer weniger Risikotragfähigkeit haben und damit eigentlich das Kreditwachstum nicht mehr so erfüllt werden kann, wie angestrebt. Das heißt, die Giralgeldmenge stagniert und das tut sie schon sehr lange. Nicht in Deutschland, aber in den anderen europäischen Staaten stagniert sie. Und insgesamt im Euroraum stagniert sie auch. In dem Moment, wo erstmal die Bankenkrise, von der ich fest überzeugt bin, dass sie bald kommt, einsetzt, wird diese Stagnation in eine Schrumpfung umkippen. Und dann werden die Zentralbanken sehen, dass sie noch so viel Zentralbankgeld produzieren können. Sie werden auf die Schnelle da keine Inflation erzeugen können. Sie werden das erst dann machen können, wenn sie die Banken retten müssen und dann mit diesem frisch gedruckten Rettungsgeld riesige Mengen an neuem Kredit schaffen. Dann wird es in die Inflation umkippen, aber dann ist die Ketchupflasche auch anschließend leer. Okay, verstehe. Was mich auch noch interessiert ist, Sie sagen ja, also ich habe mir auch einige andere Interviews mit Ihnen angeschaut und Sie sagen ja auch, dass um halt dem Bankencrash in Europa oder dem Finanzcrash in Europa entgegenzuwirken, Währungscrash kann man ja fast schon sagen, wäre es eine sinnvolle Überlegung, auch in andere, also in Fremdwährungen zu investieren. Ja. Unter anderem nennen Sie auch den US-Dollar, den kanadischen Dollar, den australischen Dollar und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, den neuseeländischen, bin mir aber nicht ganz sicher. Also USA, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Russland, Ungarn. Also es gibt eine ganze Reihe, eigentlich ein gutes Dutzend Währungsräume, die zum zwischenzeitlichen Parken des Geldes geeignet sind. Jetzt ist es ja so, wenn ich mir verschiedene Wirtschaftspodcasts und Wirtschaftssendungen aus den USA anschaue, wird auch dort eine Rezession und vor allem auch ein Finanzcrash des Systems in den USA vorhergesagt. Also wie geht das einher mit Ihrer Idee, dass ein US-Dollar gut ist, um sich gegen einen potenziellen Crash des Euros zu schützen? Das ist die richtige Frage und das ist die gute Frage, weil Sie natürlich recht haben, dass alle Währungen durch die Art und Weise der Geldpolitik in Mitleidenschaft gezogen worden sind und noch gezogen werden.
Und der US-Dollar macht da auch keine Ausnahme. Aber in der Währungssituation gilt, dass unter den Blinden der einäugige König ist. Und da das Hauptproblem, also alle produzieren die gleiche Art von Problemen. Sie versuchen über Gelddrucken realwirtschaftliche Probleme planwirtschaftlich zu lösen, die nicht so gelöst werden können. Und dadurch stauen sie Ungleichgewichte an. Das Problem des Euro ist, dass er im Gegensatz zu den anderen Währungen eine Sollbruchstelle hat, die eine geringere Belastung erfordert, um ihn zum Brechen zu bringen. Nämlich die Tatsache, dass er gar keine richtige Währung ist, sondern ein Währungskorb. Und dass zwar der Vertrag nicht vorsieht, wie man austreten kann, aber es gibt doch die Möglichkeit auszutreten, wenn man gleichzeitig aus der EU austritt. Also er hat diese Sollbruchstelle. Und jede Vertragskonstruktion, egal wie sie formuliert ist, hat eine politische Sollbruchstelle, die in dem Verlust des politischen Kapitals quasi liegt, nämlich dann, wenn der Euro durch seine Konstruktion zur großflächigen Enteignung führt. Das tut er ja schon seit einigen Jahren, aber nicht so, dass die Leute es merken würden, weil sie den Entgang von Zins und Zinseszins erst dann spüren, wenn sie in 20 Jahren in die Altersarmut reinrutschen. Vorher spüren sie das ja gar nicht so recht. Und sie merken das erst, wenn es zu großflächigen Enteignungen durch Kreditausfälle kommt, durch Staatspleiten und durch massive Inflation, die durch die Bankenrettung ausgelöst werden wird. Denn wenn die Bankenrettung ansteht, dann müssen wir so viel Zentralbankgeld in das System pumpen, dass tatsächlich die Geldmenge insgesamt so weit ausgedehnt wird, dass es zur Inflation kommt. So, das heißt, solange die Leute das nicht merken, werden sie das akzeptieren. Und diese Sollbruchstelle wird aber dann zum Tragen kommen. Und sie ist eben, sie hat eine sehr viel geringere Zugkraft, die sie zum Brechen bringt, als die Sollbruchstelle bei Dollar, Yen oder anderen Währungen, weil es einfach einheitliche Währungsräume sind, Zentralstaaten sind, einheitliche Fiskalhoheit da ist und so weiter. Das ist alles in Europa ja nicht gegeben. Sodass, wenn es in Europa zum Bruch kommt, natürlich, man kann ja nicht im größten Währungsraum der Welt einen Crash auslösen, ohne dass das eine Weltwirtschaftskrise auslöst. Das heißt, es wird also dann die Welle um die Welt gehen. Aber im ersten Moment suchen sich die Leute natürlich Fluchtmöglichkeiten. Und diese Fluchtmöglichkeiten, die werden sie dort finden, wo die Märkte am liquidesten sind. Und das ist nun mal der US-Dollar, das britische Pfund und andere. Und diese Fluchtmöglichkeiten werden dann dazu führen, dass dieser gewaltige Kapitalexport, der dann in Gang kommt und der auch durch Kapitalverkehrskontrollen nicht zum Stehen gebracht werden wird, so einfach, dass das zu einer massiven Aufwertung dieser Währung gegenüber dem Euro führt. Allerdings muss man auch eins sehen, und da komme ich auf Ihre Frage zurück, das ist kein sicherer Hafen. Auch diese Währungen werden im Zuge der Weltwirtschaftskrise in Turbulenzen geraten. Möglicherweise werden einige von ihnen auch eine Währungsreform erleben. Welche, das lässt sich beim besten Willen nicht vorhersagen, weil das System zu komplex ist. Und ich muss auch zugeben, dass ich natürlich diese Währungsräume bei weitem nicht mit der gleichen Gründlichkeit analysiert habe wie den Euro. Aber das ist nur ein Zwischenparkplatz. Also da wird was in den Parkautomaten eingeworfen und bis halb eins, also eine halbe Stunde nach 12, dürfen Sie dann da parken. In der halben Stunde sollten Sie sich die Situation anschauen und sich überlegen, wo geht's Geld als nächstes hin. Okay. Herr Krall, und Sie meinen auch, also Sie meinen institutionelle Investoren, das ist jetzt nicht für Durchschnittsleute, die jetzt ihr Geld vielleicht, also da muss man ja Risiken abwägen und wirklich das Verständnis auch davon haben, wie der Markt funktioniert oder beziehungsweise. Also die Kapitalflucht, die hat eigentlich immer drei sozusagen. Drei unterschiedliche Betätigte, die da, also zuerst kommen die Reichen. Die sind immer am schnellsten, weil sie am mobilsten sind und weil sie auch Menschen da beschäftigen, die sich mit nichts anderem befassen in ihren Family Office. Das heißt, die Reichen werden zuerst reagieren. Zum Teil haben sie schon reagiert, aber die noch nicht reagiert haben, die werden spätestens dann reagieren. An zweiter Stelle kommen dann die Banken und Institutionellen, wobei bei den Banken wird ja nicht mehr viel übrig sein. Also die institutionellen Investoren, die werden allerdings auch in der Situation schon stehen, wo sie herbe Verluste erlitten haben werden, weil sie eben nicht Vorsorge getroffen haben für diese Situation zum größten Teil. Und erst dann kommen sozusagen von oben herab, kommt dann der Mittelstand und der Otto Normalverbraucher, der dann quasi noch den letzten Rest der Fluchtbewegung mitmacht, aber zum größten Teil eigentlich derjenige ist, der die rote Lampe in der Hand hält.
Jetzt hat ja der Mittelstand, zumindest der Mittelstand, der ist davon auszugehen, dass der, wenn ich mir meinen Freundeskreis anschaue, doch einen Teil seines Vermögens in Fonds investiert hat und damit natürlich dann da die zweite Stufe der institutionellen Investoren betroffen ist, die ja diese Fonds verwalten und dort schon ein Nachsehen haben. Das heißt, es ist definitiv davon auszugehen, dass Fonds in den nächsten paar Jahren eher Verluste erwirtschaften, was die Kaufkraft angeht. Davon gehe ich aus. Also ich glaube, dass die meisten Fonds, die jetzt nicht so aufgestellt sind, dass sie mit dem Problem umgehen können, das heißt, viele Fonds sind ja in Euro-Anleihen investiert, auch italienische, spanische, sonst was, ja, die werden massive Verluste erleiden. Das ist ja gerade die Enteignung, die große Enteignung, die dort einsetzt, in den Fonds, in den Pensionskassen, in den Lebensversicherungen. Die Nominalvermögen, die werden weitgehend entwertet, aber auf diesen Nominalvermögen basiert die Altersversorgung von 80% der Bevölkerung in Deutschland. Und wenn die in der Weise enteignet werden, dann ist das genau der Punkt, wo ich sage, da verliert der Euro sein politisches Kapital. Das ist die Ursache dafür. Aber diese Verluste werden massiv sein und sie werden nach meiner Überzeugung mehr als die Hälfte des Nominalvermögens der Deutschen betreffen. So, jetzt sind Fremdwährungen, Fonds, Anlage in, Blasen bildend tendierende Assets wie Immobilien und wie Aktien ein gewisses Risiko in einer solchen Situation und könnten zu einem enormen Kaufkraftverlust ja. führen. Das heißt, jetzt wird ja immer wieder von dem sogenannten Safe Haven oder dem sicheren Hafen gesprochen. Was ist denn überhaupt in solchen Krisensituationen ein sicherer Hafen und was macht so einen sicheren Hafen eigentlich aus? Also im Endeffekt für mich würde ich sagen, sicherer Hafen bedeutet, ich kann zumindest das Vermögen, was ich mir erarbeitet habe, einigermaßen erhalten. Ja. Im Idealfall sogar noch vermehren, aber zumindest erstmal erhalten und verliere mein Vermögen nicht, richtig? Ja. Also es gibt da unterschiedliche Philosophien. Nehmen Sie beispielsweise die Philosophie, die eine große Privatbank in Frankfurt ansässig sehr bekannt vertritt, die sagt, wir haben jetzt seit so und so viel 100 Jahren unseren Anlegern immer gesagt, haltet Aktien, da werdet ihr auch in großen Krisen, selbst bei Kriegen und so weiter, schwere Verluste erleiden, aber hinterher ist noch eine Grundlage da, mit der ihr wieder was aufbauen könnt. Die Strategie hat erstaunlich gut funktioniert im 20. Jahrhundert, durch zwei Weltkriege und Währungsreformen und was man da sonst so alles hatte. Und das ist klar, aber diese Firmen, die werden wahrscheinlich auch weiterhin zumindest einen kleinen Absatz finden. Also man kann davon ausgehen, dass ein Teil der Firmen überleben. Einige gehen pleite, andere verlieren zwischendurch an Wert. Aber am Ende ist es so, dass bei Aktien immer noch eine Basis da ist. Man hat sein Vermögen nicht mit Null multipliziert. Das ist eine Philosophie, die kann man machen. Die hat sich in der Vergangenheit auch so schlecht nicht bewährt. Die zweite Möglichkeit ist zu sagen, ich zahle quasi in eine Versicherung ein, die mir was Ähnliches ermöglicht, die also relativ wertstabil auch durch alle Krisen ist, aber die keine Zinsen erwirtschaftet. Das ist Edelmetall, Gold etc. Und das ist auch der Grund, warum ja die Bitcoin in wesentlichen Teilen aufs Gold hin modelliert ist, weil die Schöpfer der Bitcoin dieses Versicherungsprinzip gar nicht schlecht erkannt haben, glaube ich. Und das ist eine zweite Möglichkeit. Eine dritte Möglichkeit ist zu sagen, ich versuche agil zu sein in der Situation, parke jetzt erstmal mein Vermögen dort, wo der Schaden später ankommt. Wenn dann in Euroland der Schaden eingetreten ist und die Werte niedergeprügelt sind, habe ich möglicherweise die Chance, den Rat zu befolgen, dann zu kaufen, wenn die Kanonen donnern, nämlich das Geld nach Europa zurückzubringen und um 50, 60, 70% abgewertete Assets damit zu erwerben. Und wenn es Sachassets sind, die inflationsstabil sind, denn das wird also in der Deflationsphase werden die runtergeprügelt, aber in der Inflation werden sie wieder ansteigen oder sich zumindest stabil verhalten. Wenn es dann Sachwerte sind, die Inflationsschutz bieten, dann ist das unter Umständen eine relativ smarte Möglichkeit. Das erfordert aber, dass man agil ist und dass man sich vorher überlegt, wie mache ich das dann ganz genau. Deswegen würde ich auch mal sagen, Variante 1 und Variante 4 sind für den Metzger und den Schreiner von nebenan eigentlich eher ungeeignet. Es sei denn, er findet einen Fonds, der das so für ihn macht. Ja, okay. Was schwierig ist. Und dann muss man natürlich auch überlegen, okay, wer managt diesen Fonds, wer empfiehlt diesen Fonds, wie solide ist dieser Fonds, kann ich dem vertrauen sozusagen. Ne? Und das bedeutet natürlich auch, man muss hier Recherchearbeit reinstecken und sich mit trotzdem zumindest ein bisschen mit Investment beschäftigen. Ja. Das heißt, es bleiben eigentlich nur Versicherungen und Edelmetalle übrig und bei den Versicherungen, wenn ich es richtig verstehe, sind diese Versicherungen eigentlich auf Derivaten basierend, richtig? Also mit Versicherung meinte ich eigentlich Edelmetalle. Also der Kauf von Gold
Okay. Der Verzicht auf den Zins, weil Gold ja keine Zinsen erwirtschaftet. Das große Münzen werfen ja keine kleinen Münzen aus. Ja? Mhm. Das ist eigentlich eine Versicherungsprämie, dieser Verzicht auf die Zinsen. Das meinte ich also mit Versicherung. Bezog mich damit nicht auf die Versicherungswirtschaft. Die Lebensversicherungen werden natürlich massiv leiden. A, weil sie zum großen Teil in Nominalwerten investiert sind, vor allen Dingen Anleihen. Und B, weil sie so große Portfolien haben, dass sie die nicht auf die Schnelle umschichten können. Mhm. Also sind am wenigsten flexibel, am wenigsten agil und am stärksten dort investiert, wo am meisten gelitten werden wird. Mhm. Okay. So, wenn wir jetzt zu den Versicherungen, also dem Gold und den Edelmetallen kommen. Was macht denn Gold oder Edelmetalle generell so interessant als Versicherung? Als Versicherung in einem solchen Krisenfall? Es ist die Frage der Empirie. Und zwar deswegen, weil Gold einfach schon sehr lange als Zahlungsmittel funktioniert. 5000 Jahre Menschheitsgeschichte. Also, und die Form, in der es diese Funktion ausübt, nämlich in kleinen Münzen, die hat sich auch kaum gewandelt über die Zeit. Ja? Und diese Frage des Goldes, die ist eigentlich so insofern empirisch dadurch beantwortet, als diese 5000 Jahre Menschheitsgeschichte, die haben wir schon alle möglichen Krisen gesehen. Mhm. Ja. Gold war vorher da, Gold war nachher da. Es ist insofern mit enorm vielen Datenpunkten über die Zeit und über verschiedene Geografien und Länder ausgestattet, wo man sagt, ja, es hat funktioniert. Es gab natürlich, und das wurde ja gerade auch schon erwähnt, auch im Goldphasen, wo Gold auch nicht unproblematisch war. Das soll man nicht verschweigen. Und zwar im Wesentlichen durch zwei Events, wenn man so will. Das eine war die Entdeckung Amerikas. Das hat zu einem riesigen Goldimport geführt und durch diesen Goldimport auch zu einer Inflation. Wenn ich die Geldmenge erhöhe, dann wird es zu Inflation führen. Und genau das ist im 16. Jahrhundert passiert, durch den gewaltigen Goldimport, den Spanien aus seinen amerikanischen Kolonien organisiert hatte. Der Vorteil der Inflation, das zeigte sich damals schon, betrifft in erster Linie den, der zuerst das neue Geld in der Hand hat. Das war in dem Fall die spanische Krone. Ja, also die spanische Regierung, die spanische Monarchie hatte das Geld zuerst, konnte damit maximale Kaufkraft entfalten, aber dann wurde es sozusagen in den europäischen Wirtschaftskreislauf hineingepresst, wo es dann zu Inflation geführt hat und die anderen haben dann die Zeche bezahlt. Der Goldimport hat ja nicht die Menge der Güter erhöht. Im Grunde genommen ein sehr ähnliches Phänomen wie das, was wir heute haben. Wir erhöhen die Geldmenge und bilden uns ein, dass das die Menge der Güter erhöht. Dieses Phänomen hat doch auch einen Namen, oder? Bitte? Dieses Phänomen hat auch einen Namen. Im Prinzip ist das QE, was wir machen. Also wir erhöhen die Geldmenge. Quantitative Easing, ja. Ja, und wir erhöhen die Geldmenge und denken, dass sich damit irgendwie die Menge der Güter erhöhen würde oder dass wir den ganzen Betrieb ordentlich besser ölen würden. Das ist natürlich alles Blödsinn. Das Einzige, was wir hier ölen, ist der Spekulationskreislauf, womit wir bei dem Thema Derivate auf einem anderen Weg ankommen, weil der Spekulationskreislauf basiert natürlich zum großen Teil auf Derivaten. Und wenn 90% der Geldmenge im Spekulationskreislauf umlaufen und nicht mehr im Güterkreislauf, dann hat das ja auch eine Bedeutung. Und auf die Frage, wie entwickeln sich Assetpreise und wie gehen Assetpreise von der allgemeinen Preisentwicklung weg und wie bilden sich dann Blasen, ja? Und wie führt das zur Umverteilung? Das hat ja alles gewaltige Implikationen. Mhm. Das ist das eine Beispiel, wo Gold problematisch war. Das heißt also, die Entdeckung eines gewaltigen Goldvorrats, geologisch, im Weltraum, sonst wo, würde natürlich eine Wirkung haben auf die Frage, wie werthaltig Gold ist. Und die andere Variante ist das Goldverbot. In den 30er Jahren haben etliche Staaten, unter anderem Deutschland, USA, Goldverbote erlassen. Mhm. Das Ergebnis war, dass die Leute ihr Gold verbuddelt haben und es natürlich trotzdem nicht dem Staat ausgehändigt haben. Also die Dummen haben es dem Staat ausgehändigt und die Smarten haben es vergraben. Ja? Einige von den Smarten haben es dann wiedergefunden und andere haben es leider verloren oder sind drüber gestorben und die Nachfahren haben es dann nicht mehr wiedergefunden. Aber das ist nun mal, deswegen gibt es Metalldetektoren, ja? Damit man da ab und zu noch was ausbuddeln kann. Also das hat natürlich dann auch eine Auswirkung. Insofern, die staatliche Gesetzgebung schränkt natürlich auch da die Freiheit ein, aber sie ist schwierig einzuschränken, weil Gold eben klein ist und wenig Volumen hat, weil eine Tonne Gold nur ein Würfel von 37 cm Kantenlänge ist und das im Moment 44 Millionen Euro sind. Ja, das heißt also, so viele Kontrollmöglichkeiten hat der Staat da nicht. Ja, was mich jetzt so mal ein bisschen interessiert bei Gold, weil Sie haben schon auf die Empirie angespielt, dass halt Gold in der Vergangenheit als Geld verwendet wurde. Ich meine, aktuell muss man ja ganz klar sagen, als Geld findet es nur eigentlich einen beschränkten Einsatz, wenn man der Definition
Geld ist ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel nimmt, dann wäre Gold aktuell kein Geld, sondern eher, wie Dr. Thorsten Polleit das so gerne sagt, ein Geldkandidat. Ne? Ja. Ja. Oder der Kandidat erneut wieder Geld zu werden. Und demgegenüber stehen eventuell auch andere Kandidaten, die ähnliche Eigenschaften wie Gold aufweisen. Und das, was Sie ja gerade eben angesprochen haben, eine der Eigenschaften, die Gold wertvoll machen oder die Gold halt auch entwerten können, ist die Menge an Gold, die verfügbar ist. Das heißt, je höher die Menge ist, desto geringer die Kaufkraft des Goldes, je geringer die Menge ist, desto höher die Kraft des Goldes. Und darf ich noch etwas dazu hinzufügen, das Reinheitsgebot. Denn wie kann ich jetzt als Durchschnittsverbraucher, Durchschnittskonsument die Reinheit des Goldes verifizieren? Ich meine, es gibt technologische Verfahren, aber und mittlerweile, wir haben gestern die Eilmeldung bekommen von Reuters und so weiter, dass durchschnittlich 400 bis 600 Tonnen pro Jahr über Hongkong und China, nicht unbedingt jetzt gefaktes Gold, aber die Reinheit ist auf jeden Fall niedriger als die 99,9%, die sonst nachweisbar ist. Ja. Wie stehen Sie sozusagen zur Verifizierbarkeit, zur Assessment heißt man, oder Assessment? Im Prinzip die Verifikation des Goldgehalts. Also im Prinzip können Sie sagen, das ist ein zweischneidiges Schwert, diese Frage. Nämlich, wie hat man das, diese Frage hat man sich schon vor ein paar tausend Jahren gestellt. Ja? Und wie hat man sie damals gelöst? Mit Hilfe eines Markenprodukts. Die Herrscher haben Münzen herausgegeben mit ihrem Konterfei und dieses Konterfei war quasi die Garantie dafür, dass das Gold das wert war, was drauf stand. Also die Münze diesen Wert hatte. Das barg natürlich den Keim des Staatsmonopolgeldes schon in sich. Das heißt, das Markenprodukt auf der einen Seite hat die Menschen in diese Falle reingelockt des staatlichen Monopolgeldes, das dann später zum Geld mutiert ist. Letzten Endes ist es aber genau das, dass es nicht anders geht. Also Sie können außer über ein letzten Endes ein Markenprodukt, können Sie es kaum steuern. Oder Sie statten die Menschen aus mit den technischen Hilfsmitteln, das zu überprüfen. Die sind allerdings mittlerweile auch so billig, diese Verfahren, also das heute können Sie, wenn Sie Schmuckgold irgendwo hinbringen und wollen wissen, wie groß ist der Goldgehalt und welche Metalle sind da sonst noch drin, dann lässt sich das innerhalb kürzester Zeit ermitteln. Ja, das wird also durch ein Laserverfahren wird dann eine winzige Menge verdampft und dann über Spektroskopie wird dann rausgefunden, was dann da drin ist. Ja. Natürlich, wenn Sie es in Schichten haben und dann irgendwie in Barren haben, bei dem der Kern gefaked ist und außenrum Gold, dann haben Sie auch Möglichkeiten, das zu umgehen. Aber bei Barren sind Sie schon an dem Punkt, wenn größere Transaktionen laufen, dann wird das eingeschmolzen. Ja? Also man hat ja von großen Rückholaktionen gehört, bei denen teilweise auch eingeschmolzen worden ist, damit man sich sicher sein konnte, dass das alles so seine Ordnung hat. Das ist ja ein ordentlicher Verifikationsprozess. Also Verifikationsprozesse gibt es und technologisch sind sie heute nicht mehr so schwierig wie früher. Ja, da sind wir einfach ein Stück weiter und insofern glaube ich, dass sich die Verifikation machen lässt. Und das Zweite ist natürlich, das, was Hayek für den Währungswettbewerb insgesamt postuliert hat, das gilt auch für den Wettbewerb von Zahlungsmitteln in Edelmetallen. Ja? Nämlich der Wettbewerb sorgt dafür, dass die Qualität stimmig ist. Mhm. Und, insofern bin ich also auch da ein großer Anhänger davon, dass Wettbewerb da ist. Und wenn Sie heute im Goldmarkt sich eindecken wollen, dann haben Sie verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt da auch Markenprodukte, vom Krügerrand bis zum Maple Leaf und von der österreichischen Philharmonie bis zum alten Brenelli, ja, haben Sie da die Wahl. Und dann haben Sie da eigentlich eine relativ hohe Verlässlichkeit. Man vertraut quasi dadurch diesen Brands, auch wie zum Beispiel die Degussa, dass halt entsprechend das Produkt, was Sie rausgeben, die versprochene Reinheit hat, weil wenn das nicht der Fall wäre, würden diese Brands ihren Wert sozusagen verlieren, genau. Und damit natürlich auch ihre Möglichkeit des Absatzes verlieren. Genau. Okay. Also insofern sage ich mal, das sind marktliche Prozesse und das ist eines von den Problemen und Phänomenen, wo ich auf den marktlichen Prozess vertraue. Der marktliche Prozess, der Wettbewerb diszipliniert die Teilnehmer. Das ist in jedem Markt so, aber deswegen ist ja im Grunde genommen das Währungsmonopol des Staates die Einladung zum Betrug.
Das ist also Monopole sind die Einladung zum Betrug, weil sie den Wettbewerb ausschalten und weil sie dem Inhaber des Monopols Möglichkeiten geben, alle anderen um ihr Vermögen zu bringen. Und das ist ja nur in der Geschichte ja auch oft genug passiert. Genau. Das heißt, in der Zeit, in der Staaten das Monopol hatten oder ihr Vertrauen dazu genutzt haben, das Gold in Münzen zu prägen, um damit einen Standard zu definieren, wurde immer wieder, wenn man sich die Geschichte anschaut, immer wieder missbraucht dieser Staaten, indem halt einfach entweder die Legierung zum Nachteil von Gold verändert wurde oder halt entsprechend nach und nach auch das Gewicht verringert wurde, aber halt dieser Standard oder diese Messmaßeinheit beibehalten wurde. Ja, und ich glaube, hier kommt jetzt eine interessante Sache rein. Und zwar, das ist einer der Gründe, warum ich von der Blockchain durchaus auch fasziniert bin. Nicht allein von der Bitcoin, aber von der Blockchain als Technologie. Nämlich, sie schafft einen transnationalen Transferraum. Das heißt also, sie können im Prinzip Güter, auch Gold, an die Blockchain ketten und können dadurch einen Raum schaffen, der das Monopol des Staates da bricht. Nee, sorry, aber nee. Und zwar deshalb nicht, weil wenn ich Gold an die Blockchain-Kette, was ich genauso gut eigentlich ohne Blockchain machen könnte, nämlich halt über eine andere Art und Weise des digitalen Transfers, über eine zentrale Datenbank, muss ich immer noch dem Verwahrer des Goldes vertrauen. Und je größer diese Verwahrstellen werden, und dazu tendieren sie nun mal, weil halt einfach Gold zu transportieren in einer digitalen, hypervernetzten Welt nun mal eine schwierige Angelegenheit ist, vor allem wenn wir halt global Handel betreiben, dann tendiert Gold dazu einfach, sich zu zentralisieren bei wenigen Verwahrstellen, wo es gesettelt werden kann. Und diesen Verwahrstellen muss vertraut werden. Und gleichzeitig sind natürlich diese Verwahrstellen sehr anfällig für Zensur und zum anderen aber auch natürlich für, dass der Staat einfach hingehen kann und das Gold konfiszieren kann. Ne? Das kommt drauf an. Und da bin ich jetzt anderer Meinung, und zwar genau deswegen, weil diese Verwahrstellen sind nicht mehr an einen nationalen Standort gebunden. Sie könnten heute theoretisch ein Geld für Deutschland entwickeln und sagen, die Verwahrstelle ist in der Schweiz, im Schweizer Notariat und mit einem bindenden Vertrag, der mir die Möglichkeit entzieht, quasi als Staat dort einzugreifen oder auch als Privatperson mich dem zu entziehen. Das heißt also, die Möglichkeiten treuhänderischer Funktionen, die an Dritte zu delegieren wiederum, das ist genau das, was die Sache interessant macht. Das heißt, ich suche eine Staat, transportieren kann und dann den Anspruch an dieses Gold trotzdem innerhalb eines Landes mithilfe der Blockchain verifizieren kann. Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, also ich suche mir Staaten raus, die eine hohe Souveränität haben, die möglichst dezentral organisiert sind, wie zum Beispiel die Schweiz oder eventuell andere Stadtstaaten, die ja auch relativ souverän sind in ihrer Eigenschaft und halt nicht so einfach kompromittiert werden können. Ja. Um dort mein Gold zu lagern. Und dann machen das nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich und auch die USA und auch Kanada und so weiter. Und auf einmal haben diese kleinen Länder mit einer relativ geringen Verteidigungskraft relativ viel Gold bei sich lagernd. Ja? Also und mit der Verteidigungskraft der Schweiz ist das ja so eine Sache. Das haben schon etliche Jahre, hat es schon keiner mehr probiert, das herauszufordern. Das hat wohl seine Gründe. Ja, aber ich meine, da reden wir halt über eine Situation, wenn sich so etwas herauskristallisiert. Wir haben immer das Problem, es führt zu einer Zentralisierung. Und wir brauchen, selbst dann, in dem Fall brauchen wir es nicht, an eine Blockchain zu ketten. Die Frage ist natürlich auch immer, wie ist diese Blockchain abgesichert? Kann man dieser Blockchain wirklich vertrauen? Sind die Einträge dort, je nachdem wie die Blockchain, mit welchem Konsensusmechanismus die abgesichert sind, ist sie wirklich so abgesichert, dass dort Einträge nicht manipuliert werden können? Und das ist klar. Andere Möglichkeiten, tatsächlich Einträge nicht manipulierbar und trotzdem auditable abzuspeichern, und braucht keine Blockchain dafür. Zumindest keine Public Blockchain, so wie das ganz gerne von Blockchain-Vertretern suggeriert wird. Meines Erachtens, um das mal meinen Standpunkt hier mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, ist, Blockchain ist Bullshit. Ja? Blockchain ist ein Hype, der ins Leben gerufen wurde, um eine Idee zu vermitteln, die nicht realistisch umsetzbar ist. Sie funktioniert einfach nicht. Der einzige sinnvolle Grund,
Blockchain einzusetzen ist in Kombination mit einem Konsensus, der resistent ist gegenüber Angriffen, und den einzigen sinnvollen Konsensus, den wir momentan kennen, gegenüber Angriffen, ist der Proof-of-Work-Konsensus. Und der Proof-of-Work-Konsensus funktioniert nur als System in Kombination mit einem soliden oder gesunden Geld, was als Kleber funktioniert, um das ganze Konstrukt und dieses ganze System zusammenzuhalten. Deswegen hat unter anderem ja auch der Kollege Jörg Hermsdorf den Begriff Sound Money Technology geprägt, weil er genau auf der Analyse dieser Systeme herausgestellt hat, diese Systeme können nur funktionieren, wenn sie sich den Sound Money Prinzipien unterwerfen und ein unkompromittierbares Asset haben, welches die richtigen Anreize setzt, um das System abzusichern. Und das haben wir in der zumindest aktuellen Situation in der Form tatsächlich nur in Bitcoin und nirgendwo anders. Ja. Es gibt kein anderes Asset, keine andere Blockchain, die diese Eigenschaften aufweist, die Bitcoin das tut. Ja, und ich glaube, wir haben natürlich den Vorteil bei Bitcoin, wir haben kein physisches Asset dahinter, was irgendwo verwahrt werden muss, aufbewahrt werden muss, wo einem Dritten vertraut werden muss, dass dieses Asset wirklich da ist, dass es nicht kompromittiert ist, dass es die Reinheit hat oder dass es halt den Gesetzgebungen, der Standort, wo es aufbewahrt wird, unterliegt, dass die souverän genug sind, um halt mein Recht auf die Inhaberschaft durchsetzen zu können. Ja, und ich möchte noch einmal auch noch das betonen. Ich glaube, die meisten Leute auch in der sozusagen Blockchain-Hype-Welt haben noch immer nicht verstanden, dass die Blockchain an sich langsam, primitiv und ineffizient ist. Und deshalb auch die Proof of Work, weil man muss extrem viel Arbeit hineinstecken, hinein investieren, um genau diese totale Dezentralisierung zu erreichen, oder? Ja, um halt eine... eine Vertrauenslosigkeit. Ja, es geht natürlich darum, also ich sehe Proof of Work aus zwei Gründen, halte ich für wichtig, und auch den Energieaufwand, der dort reingesteckt wird. Der erste ist natürlich, dass halt eine Sicherheit entsteht, die es ermöglicht, das System gegenüber staatlichen Angriffen resistent zu machen. Also gegenüber Angriffen von einer Seite, die eine sehr hohe Kapitalkraft hat oder auch eine Rechtsprechungskraft hat. Und dort eine Resistenz herbeizuführen, ist natürlich für ein Geld, was international und was sich im Wettbewerb um das Geld durchsetzen möchte, ein Geldkandidat, der sich in einem solchen Wettbewerb durchsetzen möchte, eine unglaublich wichtige Eigenschaft. Und wir haben eigentlich bei Gold in der Vergangenheit gesehen, dass es zumindest in unserer hypervernetzten Welt und im globalen Handel eher schwierig ist, diese Eigenschaft aufrechtzuerhalten. Das hat früher funktioniert, auch relativ gut funktioniert, aber in der heutigen Zeit ist es eigentlich unmöglich, weil wir brauchen Settlement Layer für Gold und wir müssen Gold digital hin und her schieben. So, und der zweite Punkt ist, und das halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der auch auf die österreichische Schule zurückgeht, wenn man überlegt, und das hatten Sie auch angebracht, Herr Krall, Geld muss eigentlich eine Ware sein, also eine sogenannte Commodity sein. Eine Commodity entwickelt sich laut der österreichischen Schule und der Argumentation ohne Widerspruch aus einer Commodity heraus. Und dadurch, dass Geld, dass Bitcoin durch Energieaufwand produziert wird, also ein Gut ist, das zu dem Zweck produziert wird, getauscht zu werden, ist Bitcoin dadurch eine sogenannte Digitalware, also eine digitale Commodity. Und der Wert, der initiale Wert, der dem Bitcoin inne liegt, ist natürlich der Wert, der in die Produktion oder man könnte auch sagen in die Umwandlung von Energie in den digitalen Token, der die Energie repräsentiert, aufgewendet wird. Und damit erhält der Bitcoin auch eigentlich so etwas wie einen intrinsischen Wert. Man kann natürlich jetzt diese Energie nicht nochmal verwenden, um oder zurückkonvertieren in Energie selbst, um halt diese Energie zu konsumieren. Aber man kann halt diese Energie, die tokenisiert ist, nun verwenden, um sie zu tauschen mit anderen. Also wir haben jetzt hier eigentlich eine ganze Reihe von Hypothesen, die ich aber nicht für belegt halte. Okay. Wir haben eigentlich die Situation, dass Sie in Ihrer Argumentation aus der Not eine Tugend gemacht haben.
die Not nämlich, ja, dass natürlich das Proof-of-Work-Konzept enorm energieintensiv ist, zur Tugend erklärt haben, zu sagen, das ist sozusagen, ich transformiere Energie in ein Token und erzeuge dadurch quasi wenn man so will, eine Art Commodity. Ja? Mhm. Und da muss ich sagen, daran glaube ich nicht. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das eine ist, dass ich natürlich, wie Sie zu Recht sagen, das nicht zurücktransformieren kann in die Energie. Also der Token ist nicht kondensierte Energie. Es ist nicht so, dass ich die Energie da reingepackt hätte und dann etwas entstanden ist, was für irgendetwas anderes gut ist. Ne? Das scheint mir, wie soll ich sagen, eine... Etwas weit hergeholt. Nicht weit hergeholt, aber es unterstellt, dass die Virtualität sich nicht mehr von der Realität unterscheidet. Und während Energie aus unserer Realität kommt, ist die Virtualität dieses Tokens etwas, was, wie soll ich sagen, eher in der, früher hat man gesagt Second World, ja, aber etwas, was sozusagen in der realen Welt gar nicht existiert, sondern im Cyberspace existiert. Jetzt will ich nicht in Abrede stellen, dass der Cyberspace eine Realität ist, aber er ist eine andere Realität. Also er ist keine materielle Realität. Richtig. Also gehen wir über eine Brücke, die ist aus dünnen Seilen gespannt, ja. Und würde ich jetzt gar nicht mal behaupten. Und zwar, ich gebe Ihnen auch zwei Gründe dafür, warum ich sagen würde, diese Brücke ist aus sehr stabilen Seilen gespannt. Zum einen kennen wir andere digitale Commodities, nämlich Daten. Mhm. Und ich glaube, hier würde jeder mit mir übereinstimmen, dass halt Daten, die von Algorithmen weiterverarbeitet werden können, als digitale Commodities gelten, also als digitale Waren gelten. Und wenn man sich auch die gängige Definition von Kuzinick anschaut, dann besagt er, Waren sind in der Natur in begrenzter Menge vorhanden oder vom Menschen technisch gefertigt. Bewegliche wirtschaftliche Güter, die zur Befriedigung von Bedürfnissen dienen. Sie besitzen Tauschwert und sind Gegenstand des Handels und kommen dafür in Betracht. So, und der einzige Punkt, wo man jetzt bei Bitcoin sagen kann, ist das wirklich vorhanden? Nämlich wird hier ein Bedürfnis befriedigt oder ein Bedürfnis gedient? Und wenn man sich jetzt allerdings auch mal anschaut, so okay, Gold vor 5000 Jahren, welches Bedürfnis hatten eigentlich Gold bedient? Gold hat eine ganze Menge von Bedürfnissen bedient. Okay. Gold, allein schon durch seine Haptik, seinen Glanz, sein Aussehen, seine Eignung für Schmuck, war natürlich und natürlich auch seine Knappheit und Seltenheit, ja, war natürlich zunächst mal erst im zweiten Schritt Zahlungsmittel. Im ersten Schritt war es wahrscheinlich kein Zahlungsmittel. Bei den südamerikanischen Völkern, als die Spanier da ankamen, war Gold kein Zahlungsmittel. Ja. Es war allerdings den Göttern vorbehalten, mit anderen Worten der Oberschicht. Ja? Und insofern hat Gold in dem Glaubenssystem der Menschen eine ganz andere Rolle eingenommen und es hat eben die Haptik, sie können es anfassen, das können sie mit der Bitcoin nicht. Aber was ist denn das Bedürfnis, was Gold befriedigt hat? Das Gold bei den Menschen seit 5000 Jahren eine ganze Menge emotionale Bedürfnisse befriedigt, genau, die sehr groß sind. Ja. Ja? Und die Frage ist, können Sie diese Haptik sozusagen der Bitcoin auf die Bitcoin übertragen? Aber ich möchte auf einen anderen Punkt nochmal zurückkommen. Sie haben gerade den Vergleich mit Daten herangezogen. Und Daten haben einen Wert. Aber Daten sind in der Lage, mir zusätzliche Einsichten zu verschaffen, meine Entscheidungen besser zu machen, meine Effizienz zu steigern, Geschäftsprozesse zu optimieren. Sie haben eine ganze Kette von unmittelbaren Wirkungen in der Realität, auf unserer Seite, nicht auf der anderen Seite des Bildschirms, ja, auf unserer Seite der Realität, wo ich sie in Effizienzgewinne, Einsparpotenziale, bessere Entscheidungen und so weiter übersetzen kann. Deswegen sind Daten was wert. Daten sind nicht aus sich selbst heraus etwas wert. Also ein riesen Datenozean unstrukturierter, unlesbarer Daten hat gar keinen Wert, sondern Daten gewinnen ihren Wert aus ihrer Unterstützung für Entscheidungen. Indem sie weiterverarbeitet werden. Von Prozessen und so weiter. Und die Frage ist, wenn Sie jetzt sagen, ich vergleiche das jetzt, dann ist die Frage, ist die Bitcoin etwas, was Prozesse und Entscheidungen effizienter macht? Kann ich das in dieser Weise wieder herausziehen? Und das hängt von der Konvention ab. Das hängt von der Konvention ab im Sinne der Akzeptanz. Sie fragen mich, was war sozusagen
was hat die Menschen ans Gold geheftet? Die Frage, die sich heute stellt, ist, was heftet die Menschen denn an die Bitcoin? Mhm, die können Sie und ich letzten Endes gar nicht beantworten. Das müssen wir aber auch gar nicht. Ja, es gibt zumindest Theorien, die man hier diskutieren kann. Ja, und diese Theorien, die greifen natürlich auch auf. Das Problem dieser Theorien ist, dass wir sie noch nicht empirisch haben testen können. Also die Bitcoin ist jetzt ein paar Jahre alt und sie hat ein hochinteressantes Phänomen, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber bisher hat sie einen Großteil ihres Wertes daraus gezogen, dass sie ein Fluchtvehikel für chinesisches Geld aus dem eigenen Land war. Ja? Also man kann da allerdings, würde ich Ihnen recht geben, wenn sie als Fluchtvehikel für Geld aus einem ansonsten geschlossenen Währungsraum dient, ja, dann hat sie schon wieder einen prozessualen Nutzen für jemanden. Das heißt, an solchen Beispielen will ich konzidieren, da gibt es irgendwo anscheinend einen Nutzen, der da drin steckt. Aber ob dieser Nutzen allgemein ist, ob es die Bitcoin geeignet macht, allgemein als Geld zu dienen, als Wertaufbewahrungsmittel zu dienen und so weiter oder als Basis eines solchen, das halte ich noch lange nicht für abgemacht. Und da sage ich mal, da ist die Währungsgeschichte des Goldes jetzt ungefähr 500 Mal so lang wie die der Bitcoin. Und die Bitcoin hat einfach noch das Problem, empirisch viel beweisen zu müssen. Das heißt für mich nicht, dass das unmöglich ist. Mhm. Das heißt aber für mich, dass diese Frage ungeklärt ist und dass wir mit noch so viel Theoretisiererei die Frage nicht wirklich beantworten können, ob die Bitcoin ein geeigneter Kandidat ist. Ich glaube aber, in der aktuellen Situation zusammenbrechenden Fiat-Gelds, ist die Bitcoin eines von vielen Fluchtvehikeln, das die Leute wählen werden, als Teil eines Portfolios, um es einfach auszuprobieren. Das aber schon gemacht wird. Also die Leute flüchten schon. Also auch, ein Großteil des Erfolgs, den die Bitcoin bisher hatte, den ich auch nicht in Abrede stelle, daher kommt, dass die Leute dem Fiat-Geld nicht mehr vertrauen und sich fragen, was habe ich denn für Alternativen? Und die Alternativen sind ja begrenzt. Ich habe Gold und dann habe ich andere Währungen und dann habe ich Immobilien oder Sachwerte. Aber Immobilien und Sachwerte sind nicht so transportabel. Zum Zahlen sind sie ungeeignet. Ja. Letzten Endes ist die Menge ist das Portfolio an möglichen Ausweichoptionen, die Menschen haben in ihrem Misstrauen gegenüber dem Fiat-Geld, begrenzt. Und das ist einer der Gründe, warum die Bitcoin, glaube ich, schon durchaus ein Fluchthafen für viele ist. Ob er sich als guter Fluchthafen erweist, das wird die Krise zeigen. Absolut, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also das ist sicherlich was, was man auf Basis der Daten, die vorhanden sind bisher, nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann. Genauso gut kann man allerdings auch nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, auf Basis der Daten, dass Gold sich nochmal als Standard durchsetzen wird. Ja, wir haben zwar in der Vergangenheit gesehen, dass es als Geld gut funktioniert hat und dann auch die Probleme, die Gold mit sich bringt. Und ich persönlich zum Beispiel, ich vertraue zumindest auf Basis dessen, was für Erfahrungen ich gesammelt habe, ich würde keine Goldaufbewahrungsstelle vertrauen. Ich würde mein Gold, oder ich habe mein Gold tatsächlich eher halt in einer Verwahrstelle, die ich selbst kontrolliere, zumindest zu einem gewissen Grade. Und das ist tatsächlich auch etwas, wo ich sage, da sehe ich auch ein Problem, weil die Verwahrung von Gold ist für mich deutlich komplexer, deutlich aufwendiger und deutlich teurer als die Aufbewahrung von Bitcoin, vor allem halt auch von Bitcoin in größeren Mengen oder in größeren Werten, als das bei Gold der Fall ist. Und die Begrenztheit von Bitcoin ist ja auch nochmal, und Sie haben es am Anfang angesprochen, wir wissen nicht, wie viel Gold im Weltall ist, wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste steckt. Wenn dort größere Goldvorhaben oder Mengen vorhanden und entdeckt werden und gefördert werden, bedeutet das gleichzeitig auch eine Entwertung meines Vermögens, in dem Fall, sobald halt dieses Gold in den Umlauf gerät. Das stimmt natürlich schon. Das aber kann ich bei Bitcoin ganz genau vorhersagen. Ich weiß ganz genau. Goldes ist schon enorm. Wenn Sie mal sich anschauen, in der gesamten Menschheitsgeschichte wurden 200.000 Tonnen Gold gefördert. Mehr ist es nicht. Das ist die offizielle Menge, richtig, Herr Karl? Mehr dürfte da wohl auch nicht da sein. Und das sind 30 Gramm pro Mensch. Also das ist eine Unze, das ist eine Münze pro Mensch. Das heißt also, die Knappheit des Goldes, die ist schon drastisch. Der einzige Grund, warum Gold nicht sehr viel mehr wert ist, als es am Markt wert ist, ist, dass wir eben keinen Goldstandard haben. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn es zu einem Fiat-Geldzusammenbruch kommt,
dann haben ja die Zentralbanken nicht so viele Möglichkeiten. Sie können sich natürlich überlegen, wir machen jetzt eine Kryptowährung. Aber da es Zentralbanken sind, denen man nicht vertraut, wird jeder sofort danach fragen, womit ist denn die Kryptowährung gedeckt? Ja, wo kommt die Deckung her? Wenn wir bei Bitcoin Ihrer Argumentation mit etwas Fantasie folgen, ich folge ehrlich gesagt nicht, aber man könnte es mal unterstellen, aber bei den Zentralbanken können Sie es schon mal gleich gar nicht unterstellen, denn die Zentralbanken werden auch eine Kryptowährung aus dem Nichts heraus nach Belieben schaffen können. Genau, und das ist ja auch der große Unterschied zu Bitcoin. Bitcoin ist keine Kryptowährung, die aus dem Nichts nach Belieben heraus erschaffen wird. Da bin ich bei Ihnen. Muss teuer produziert werden. Das ist halt die Zentralbanken schon mal nicht, aber sie werden natürlich im Fall des Zusammenbruchs ihres Fiat-Geldsystems vor der Frage stehen, was mache ich als Nächstes? Dann werden sie auch mit der Idee einer Kryptowährung kommen. Nicht, weil sie die knapp halten können, sondern weil sie zur Kontrolle einsetzen können. Weil sie genau. können die Blockchain so rum und so rum programmieren. Sie können eine Währung nach dem Muster von Bitcoin schaffen, die anonym ist, die bargeldähnlich strukturiert ist. Oder sie können eine schaffen, die totale Transparenz erzeugt, wo sie sich noch nicht mal mehr eine Packung Gummibärchen kaufen können, ohne dass der Staat es weiß. Das Interessante ist, im Endeffekt braucht die Zentralbank nicht mal eine Blockchain dafür, weil im Endeffekt muss dieser vertraut werden. Massenzahlungsverkehr ist ja eigentlich SQL die viel bessere Variante. Ja, oder andere Arten von sicheren Datenbanken, die wo eine Auditability und Manipulation schwierig ist. Dort gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die besser geeignet sind als Blockchain. Und das ist tatsächlich auch was, was die Deutsche Bundesbank zumindest als der Vertreter, der auf unserer Konferenz, auf der Value of Bitcoin Konferenz auch gesagt hat, Blockchain fühlt sich an wie etwas, was oder auf Basis ihrer Erfahrungen, die sie gesammelt haben, als etwas sehr Umständliches. Und ja, es erfüllt seinen Zweck, aber es erfüllt seinen Zweck nicht besser als die Mittel, die aktuell zur Verfügung stehen. Und deshalb ist eigentlich das, was die Zentralbank nur braucht, ist, wir schaffen eine neue Währung per Dekret. Und diese neue Währung steht jetzt vielleicht dem Bürger selbst per Zentralbankkonto zur Verfügung. Ja. Also die Frage wird sich stellen, wenn das Fiat-Geldsystem zusammenbricht. Und da wird aber die Zentralbank nicht um diese Frage herumkommen, womit ist die dann gedeckt? Also die Bitcoin kommt vielleicht um die Frage herum, weil ich ihre Hypothesen weder verifizieren noch falsifizieren kann, sage ich, kommt vielleicht drumherum, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, am Ende hängt es davon ab, zu welcher Konvention und welchem Vertrauen sich die Menschen bereit erklären, ob die Bitcoin sozusagen diese Klippe nimmt oder nicht. Aber die Zentralbanken kommen auf keinen Fall um diese Klippe. Sie brauchen eine Deckung. Und die Wahrscheinlichkeit, aus meiner Sicht, dass sie zu einer Golddeckung wieder übergehen, die halte ich für relativ hoch. Und zwar deswegen, weil ihr aktuelles Verhalten das induziert oder impliziert. Die Zentralbanken sind seit 2 Jahren Nettokäufer von Gold, massiv, hunderte von Tonnen, kaufen die Zentralbanken im Moment jedes Jahr an Gold auf. Chinesen und Russen haben den Anfang gemacht. Das wird seinen Grund haben. Die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja? Mittlerweile aber auch andere. Und insofern glaube ich, dass die Zentralbanken durchaus sich vorstellen können, dass es wieder ein Goldmodell geben wird. Auch wenn sie es natürlich hassen, weil in dem Moment, wo sie einen Goldstandard neu etablieren, ist es vorbei mit der Geldpolitik. Die Geldpolitik als solche existiert dann einfach gar nicht mehr, sondern der Markt. Alles fest. Ja, also ich meine, die Geldpolitik existiert natürlich schon noch in gewissem Maße, weil es besteht natürlich schon ein gewisser Handlungsspielraum durch die zentrale Lagerung des Goldes und durch die Definition der Maßeinheit. Aber ich gebe Ihnen recht, der Handlungsspielraum ist natürlich deutlich eingeschränkter als der, wie er momentan vorhanden ist. Ich würde aber trotzdem mal kurz nochmal zu der Frage der Nutzbarkeit zurückkommen. Also was ist das Bedürfnis, das bedient wird mit Gold? Und wenn man sich das mal anschaut vor 5.000, 4.000, 3.000 Jahren oder auch vor 2.000 Jahren. Gold ist ja in erster Linie, auch bevor es Geld wurde, nicht benutzt worden, um halt Werkzeuge zu produzieren oder Güter höherer Klasse zu produzieren, sondern in erster Linie hat es als Collectible, also als Sammelobjekt fungiert, um halt Kultgegenstände in erster genau Schmuck und Kultgegenstände sind ja Sammelobjekte. Wir Menschen sind Jäger und Sammler. Wir kommen aus der Zeit der Jäger und Sammler. Dieser Instinkt ist bei uns vorhanden, weil es sorgt für eine Möglichkeit, dass wir uns ausdrücken können. Es ist also quasi eine Art Grundbedürfnis, es ist eine Ausdrucksweise. Und wenn wir halt diese Ausdrucksweise mit schönen Gegenständen, Schmuck aus Gold oder auch rituelle
Ich meine, Gold hat ja auch rituelle Eigenschaften gehabt und auch heute ja teilweise noch rituelle Eigenschaften. Das ist ja im Endeffekt eine Art von Sammeln, die dort entsteht. Oder das Grundbedürfnis des Sammelns wird dort dadurch befriedigt. Ich nehme gerade meine Argumentation vorweg, dass die emotionale Bindung des Menschen an Gold aus diesen Gründen sehr hoch ist. Sehr hoch ist, genau. Und das Interessante ist, wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Bitcoin eigentlich angefangen hat, es hat genauso als Sammelobjekt angefangen. Und ich würde sogar so weit gehen behaupten, dass Bitcoin aktuell noch ein Sammelobjekt ist. Weil es ist tatsächlich, wenn man sich sowohl mit der technischen Seite, wie es konstruiert ist, als auch mit der ökonomischen Seite, wie es konstruiert ist, es hat eine interessante Schönheit in sich. Machen wir jetzt aber keine Religion auf, ne? Es ist, ja, also ich würde fast sagen, also ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, der Hype um Gold ist ja eine Art Religion, ja, es ist halt eine Art Glaubensmuster, was dort vorhanden ist und das ist bei Bitcoin nicht anders. Also ich würde ganz klar sagen, wenn man sich die Definition von Religionen anschaut, dann ist sowohl Gold oder Geld generell ist eine Religion. Ja. Der Kredit kommt von Credere, ja, Glauben und Vertrauen. Ja. Ja, aber wir reden ja hier nicht von Kredit, wir reden ja von Geld. Ja, aber Geld und Kredit sind natürlich auch durch die Fiat-Geldhistorie in gewisser Weise extrem verzahnt. Ja, in den Verständnissen der Köpfen der Menschen, aber wir wissen ja, als Österreicher oder Studenten der österreichischen Schule wissen wir, dass es einen großen Unterschied zwischen Geld und Kredit gibt. Und, ja, ja, klar. Das, letzten Endes ist es natürlich so, dass Sie auch auf das Geld vertrauen müssen. Ja, das heißt, ja, natürlich, als Grundlage für den Kredit. Aber auf das Kreditgeld eben nicht vertrauen, weil das Vertrauen missbraucht wird. Ja? Absolut. Ich habe jetzt ein kleines Zeitproblem, wenn wir über die 10 Uhr drüber sind. Ich würde gerne Richtung so 5 Minuten noch, dann muss ich leider aus logistischen Gründen sozusagen auf die nächste Fortsetzung verweisen. Ja, ich habe noch eine Schlussfrage. Karl, ich glaube, es hat auch der Safed Namus, der Autor des Bitcoin-Standards, den Mises, glaube ich, zitiert, wo der Mises angeblich gesagt haben soll, hätte Gold sozusagen nicht diese nicht monetären Eigenschaften, wäre es ein noch besseres Geld. Also eigentlich bräuchte man, um wirklich ein gutes Geld zu kreieren, bräuchte es einfach nur den Geldcharakter, die Geldeigenschaften. Wenn das sozusagen die industrielle und diese ganzen Rituale und Dekorationen, Schmuck und so weiter Eigenschaften nicht hätte oder den Bedarf des nicht hätte, dann wäre es ein noch besseres Geld, oder? Oder wie würden Sie das sehen? Ehrlich gesagt habe ich zu der Hypothese gar keine Meinung, weil ich mich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt habe. Ich habe eine Meinung dazu tatsächlich. Bitte, ja. Aber, das Interessante ist natürlich, also ich glaube, industrielle Verwendung muss man unterscheiden. Schmuck und Zahnersatz und so weiter würde ich jetzt nicht als industrielle Verwendung bezeichnen, weil hier tatsächlich der direkte Konsum stattfindet. Also aus der Ware wird ein Gut. Es wird als Collectible verwendet. Das ist im Endeffekt, wenn ich halt ein Objekt als Gold, als Schmuck, als Zahnersatz habe, dann besitze ich es selbst. Es ist nur in anderer Form. Es ist nicht mehr in Form von Münzen oder sonst irgendwas. Aber es bleibt trotzdem noch eine Art von Geld, weil es halt als Wertspeicher fungiert nach wie vor. Und von daher würde ich da nicht von industrieller Verwendung sprechen. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was sich in den letzten 100 Jahren für Möglichkeiten durch Gold ergeben haben, wo halt Gold weiterhin oder wo Gold nicht direkt zu Ware wird, sondern zu einem Gut höherer Klasse. Dort, ich glaube, der Begriff ist falsch, aber egal. Dort ist natürlich dann auch die Frage, wenn dieser zusätzliche Demand aus der Industrie, der nicht aus dem eigenen Bedarf heraus entsteht, sondern aus dem Bedarf heraus andere Güter zu produzieren, die Preise des Goldes mit beeinflusst, dann ist das natürlich, und das ist ja die Theorie von Mises, dann ist es natürlich so, dass der reine Wert des Goldes als Geld zusätzlich durch die Industrie beeinflusst wird und dadurch natürlich alle Märkte mit beeinflusst. Das, was ja die Zentralbank durch halt ihre Geldpolitik machen, wird halt im Prinzip hier durch die Nachfrage der Industrie sozusagen mit in die Bewertung als Geld mit einfließen. Und das bringt mich auch, das hat mich auch so zu einer Frage gebracht, gehen wir davon aus, wir haben einen Goldstandard, ja? Und alle Währungen der Welt basieren auf der Idee von Gold. Jetzt möchte ich sagen, oder beziehungsweise viele argumentieren ja jetzt, also gerade die Goldbugs argumentieren ja jetzt, hey,
Jetzt kann ich Gold als sicheren Wertaufbewahrungsspeicher nutzen, um es halt später mal an die Industrie zu verkaufen. Dadurch hat es eigentlich immer einen Wert. Gleichzeitig sagen sie aber auch, Gold wird wieder zu Geld. Und jetzt stelle ich mich die Frage, okay, wenn ich jetzt halt sage, ich möchte mein Gold an die Industrie verkaufen, was nehme ich denn als Gegenleistung? Gold geht ja nicht mehr. Wenn ich jetzt sage, aber ich möchte aus Gold Schmuck machen und so weiter, dann behalte ich es ja. Ich gebe es jemandem, der zwackt sich was ab, ich kriege es zurück in einer schöneren, weiterverarbeiteten Form. Aber wenn ich es an die Industrie gebe, was ist das? Die Gegenleistung, die ich erhalte, was ist das Geld, was ich dafür haben möchte? Und das ist natürlich eine spannende Frage, die mir bisher noch keiner beantworten konnte. Also Sie können schon Gold mit Gold bezahlen. Also wenn Sie beispielsweise, ich weiß nicht, wie viel Mikrogramm Gold in einem Handy stecken, das ist dann da reingeflossen und Sie zahlen jetzt mit einer goldgedeckten Währung, dem steht nichts Grundsätzliches im Wege. Nee, wenn ich mein Gold an die Industrie verkaufe und möchte von der Industrie dafür eine Gegenleistung erhalten, dann müsste ich ja das quasi entweder als Endprodukt erhalten. Weil wenn Gold der Standard ist, dann wird die Industrie ihr Geld quasi als Mittel einsetzen, um die Produktion direkt zu machen. Sie muss das Gold gar nicht erwerben. Sondern sie wird quasi es als Geld nutzen und das Geld, was sie hat. Und zwar direkt ohne Umweg über den Kauf. Das ist ein guter Punkt, ja. Richtig. Okay, ja. Dann sind wir wieder beim Konsens. Wir wieder beim Konsens. Das Ausdruck in den Dissens war nach meinem Geschmack wieder mal viel zu kurz. Gut. Vielen herzlichen Dank, dass Sie beide Ihr Wissen geteilt haben und ich hoffe, dass wir vielleicht vertiefen, vielleicht eventuell mal mit Dr. Thorsten Polleit diese Diskussion ein bisschen noch tiefer vertiefen könnten. Sehr gerne. Gute Reise. Sehr gerne. Danke. Daniel, danke herzlich. Schönen Tag. Bis dann, ciao. Tschüss. Welcome to the podcast show by Kevan Devani, The Total Connector, Total Bitcoin, Austrian Economics, the hardest and scarcest money ever created in human history, Bitcoin.